So, guten Morgen, meine liebe Leute, oder wann auch immer ihr das gucken werdet, dieses Video. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ich bin hier mal zur alten Insel hingefahren, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich brauchte diese Knubbeldinger. Wo sind die denn? Da. Und habe mir diese Fischsachen daraus gemacht. Das ist die Frage. Kann ich pro Auswurf nur einen machen, oder wie läuft das eigentlich ab? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich werde die jetzt einfach... Weil wenn... Hä? Genau. Weil wenn die jetzt immer nur pro Auswurf einer ist, das ist natürlich dann schade. Und da ich sowieso zu wenig hatte, um daraus jetzt ein Dings für meinen Floß zu machen, habe ich gedacht, hey, machen wir daraus Fischkram. Auch gute Idee, ne? So, ich würde die Kiste gerne mitnehmen. Wir brauchen Planken. Ich habe übrigens einen Außenbordermotor gebaut. Ah, auch noch. Nicht schlecht, oder? So, pass auf, die Sache ist die, unser Floß hat sich um einiges verändert und ich möchte gerne dieses Floß jetzt noch vergrößern. Da ich das, das war Zufall, aber dann musste es passieren, ich musste es einfach weitermachen. Ich war da so mittendrin, ich konnte einfach nicht aufhören. Und ich muss nachher unbedingt große Fische jagen nochmal. Wo ist mein Floß hin, Mann? Was ist das denn? Ach, das ist ein Teil von meinen Versuchen. Wir brauchen sowieso nachher noch Seile. Da ist unser Floß. Wenn man es schon von hier aus sieht, das ist doch ganz schön groß, ne? Alter Vater, ey. So, pass auf, wir nehmen alles hier mit. Die brauchen wir so oder so. Deswegen wäre das blödsinnig, damit rumzueiern und zu warten, bis wir dann soweit sind und alles Step-by-Step zu machen. Wir ziehen das einfach konsequent durch. Einfach so. Wir mögen das nicht, dass die junge Palmen wachsen. Wir wollen sie... Die wäre sowieso nicht größer als vorgedessen. Das ist so scheißegal. Ach, hier hatte ich ja versucht oder angefangen zu bauen und dann habe ich mich ja doch dazu entschieden, dass ich da auf meiner anderen Insel... Das Problem mit der anderen Insel wird sein, werde ich sie jemals wiederfinden. Ich bin gestern noch so durch die Gegend gefahren und bin ans Ende der Welt gekommen. Dieses Ende der Welt war mit diesen Dingens gekennzeichnet, wie man es gerade gesehen hat, diese komischen Bojen. War dann irgendwie dann doch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte dann, okay, so groß ist das Spiel noch nicht, aber es kann auch nur sein, dass ich an einer Seite am Ende der Welt angekommen bin. Das kann natürlich deswegen daran liegen, ne? Man weiß es nicht. So, ups. Wenn wir mal Pipi finden, das ist auch noch so ein Ding, ne? Es gibt hier zu wenig Pipi. Nochmal, boah, klasse. Jetzt haben wir schon mal davon welche gemacht. So, wie gesagt, unsere Höhle werde ich, unsere Insel werden wir niemals wiederfinden. Wir brauchen 14 mal Holz, und die Dinge spawnen ja nicht neu, ist ja klar, ist logisch, spawnt nicht neu, diese gelben Dingens, die muss man natürlich weitersuchen, ganz logisch soweit. Habe ich hier was zu essen drinne? Ah, das ist doch nett, wenigstens eine Kleinigkeit. Aha, ich bin zu voll, ha? Huh? Oh, klar, warte mal eben. Habe ich das Ding vollgemacht? Ja, wir müssen gleich mal gucken, dass wir uns mal versorgt kriegen. Voller fette Leck hier gerade. So. Oh, wir müssen aufpassen wegen diesen scheiß Seeigeln hier, ne? So, nochmal droppen. So, ich weiß nicht, war das schon in der letzten Folge so? Dann seht ihr, dass es jetzt auf jeden Fall so ist. Wir brauchen mehrere Planken. Guck mal, da haben wir doch schon welche drin, ne? Können wir die auch schon mal hier alle abschmeißen. Sehr gut. Ja. Ich weiß gerade nicht. So. Essen wollte ich jetzt, ne? Alle, ja. Mir ist irgendwie... Hä, ich dachte gerade, da wäre ein Wildschwein. Mir ist auch irgendwie gerade kackegal, ob ich diese Insel kahl baue. Ich will... Das ist sowieso nicht mein Hauptgrundstück. Aber wir sollten, wenn wir hier eine Kleinigkeit bleiben wollen, sollten wir auf jeden Fall schon mal gucken, dass wir uns hier ein bisschen versorgen können.
Deswegen hacke ich sofort den nächsten Dingens ab, da. Diese Axt geht auch bald kaputt. Ich finde, diese Axt ist ganz schön teuer, irgendwie. Gerade das Problem mit den Steinen hatte ich ja auf meiner eigenen Insel gehabt. Aber diese Axt ist einfach so gut. Man sieht, man haut zweimal drauf. Und dann ist dieser Baumsturm dann auch schon Geschichte. Was natürlich nicht ganz schlecht ist, ne? Verdammt, wir müssen lernen, dass wir richtig laufen. Da. Wir müssen lernen, dass wir richtig laufen. Wo laufen wir denn hin? Wo ist denn? Ach, da. Das mit dem Außenborder habe ich noch nicht ausprobiert. Logischerweise wird da wohl Sprit für fehlen. Aber ich wollte mit meinem Spritkanister, den ich hatte, all die Sprit auffüllen. Entweder ist der leer, was natürlich auch gut möglich sein kann. Oder der Motor ist voll. Könnt eh nicht mitnehmen. So, das sollten 12 Stück jetzt sein. Wir brauchen natürlich ein bisschen mehr. Genau, wir brauchen noch 2 dieser Dinge. Also wirklich noch 2 will ich noch herstellen. Dann ist das Ding aber auch wirklich groß genug und sollte eigentlich cool sein. Das sieht ja jetzt schon aus wie so ein Sportfloß. So ein Floß, also Motorsport wollte ich gerade sagen. Also hier, wie nennt sich das gleich noch? Ökosport, keine Ahnung. So, nehmen wir mal alle mit. Nehmen wir mal alle mit. Sehr klasse. Ach, komm schon, hör auf. Ach, guck mal, hier liegen ja auch noch welche rum. Schmeißen wir doch mal ganz kurz. Das einfach mal wegschmeißen kurz. Und fassen die Dinge einfach mal an. So, Speer mitnehmen. Hopp. Der ist wichtiger. So. Genau, wir sagten, einen Baum müssen wir nochmal fällen. Und dann hab ich das auf. Wo ist mein Boot schon wieder hin? Mein Boot, mein Boot, mein Boot, 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 Boot. Mein Boot, 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 da. Okay. Da ist diese Palme jetzt hier dran. Ey. Was natürlich... Oh, wir haben Rocks. Oh, wir haben Rocks. Die sollten wir auf jeden Fall gleich mal verwerten. So, klasse. Jetzt bauen wir unser nächstes Floßstück. Ich habe keine Ahnung, ob die... kommt schon, das sind doch schon 14, Mann. Was willst du denn von mir? Oh, ich hasse das immer, ne? So, pass auf. Das sind 16 Stück, sehe ich hier gerade. Stell dich nicht so an. Gib das her. Wo ist mein Floß? Wo ist mein Floß? Bloß, bloß. Mein Floß bloß, ist auch nicht schlecht. Ja, ich wurde dazu genötigt, weil ich habe nämlich noch so ein... Wie sieht das? So ein Ding gefunden. Nein! Warum? Warum, warum, warum? Oh, nee, ne? Schwimmen! Los, hinfort mit dir! Bevor ich mich vergesse. Pass auf, dann machen wir es immer noch anders. Dann machen wir es wieder anders. Komplett anders. Ganz neu. Ganz neu. Wir schwimmen jetzt. Erstmal gucken wir mal ganz kurz. Eigentlich sind wir gut ernährt. Wir haben aber keinen Schlaf. Auch das noch. Da ist erstmal egal. Eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin total verzweifelt. Pass auf. Wo ist mein Rodder? Da ist mein Rodder. Krieg ich den an? Ja. Ja.
Und mein Segel, verdammt. Okay. So viel dazu. Was schwamm da gerade rum? Ist es ein Hai? Ist irgendwie ein Wrack, ne? Ich weiß nicht, ob wir schon mal draußen waren. Warte mal eben. Was ist los? Hier waren wir noch nicht draußen. Jawohl, das kann ja gar nicht besser sein gerade. Was ist mein scheiß Messer da? Könnt ihr gerne ein bisschen schneller gehen, das Ganze. Ich würde mich darüber intensiv freuen. Sehr gut. Oh, schnell an Bord, Alter. Ich krieg da mal so langsam so ein bisschen Flöhe im Bauch. So. Hä, komm schon. Warum machst du das nicht dran? Was soll denn das? Wie albern das gerade einfach ist. Hä, willst du mir sagen, du kannst es da nicht ranmachen, oder was? Deswegen hat er gerade so abgespackt, oder was? Weswegen ist das denn so? Warum kann er den auf der Seite nicht mehr... Guck mal, hier könnte ich ihn überall ranmachen. Außer hier da. Hier kann ich nicht, aber hier könnte ich ihn... Selbst vorlegen könnte ich den. Was soll das denn? Oh, das ist ja kacke. Dann baue ich da alles wieder ab. Pass auf, dann baue ich den an die Seite ran. Warte mal. Hier jetzt Außenborder-Dings. Außenborder hin. Um nochmal das Dings zu machen, Schatten. Weil den baue ich den anderen ab. Den finde ich dann, das finde ich der Kacke. Dann, oder außen. Aber da habe ich so ein hässliches Karo oder so. Das finde ich auch scheiße. Will ich gar nicht haben. Ey, guck mal, es sind noch mehr Seile. Warte mal. Ich hätte ihn aber hier gehabt. Da. Ne, die sind noch da, weil. Ach ja, ich weiß. Okay. Ich hätte ihn am liebsten hier neben gehabt. Dann liegt es daran, dass es hier an diesen gefundenen Dingens, dass man hier nix, also keine richtig, ja dann, pass auf, den machen wir vorne fest und bauen dann einfach aus Holz. Ne, aber das ging ja gerade nicht, oder? Oh, ich bin verwirrt. Gefühlschaos. Wir riskieren's. Geht der Motor an jetzt oder nicht? Geht nicht an, weil Benzin fehlt und wahrscheinlich ist mein Benzinkanister auch leer, deswegen funktioniert das nicht. Gut. Was war jetzt der Plan? Gar nichts eigentlich soweit, ne? Fahren wir zurück zur Insel hier vorne. Segel ist unten. Segel ist unten, aber Anker ist nicht raus. Ach, wir hatten ja auch gerade eine Kiste gefunden. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Das müssen wir auch nochmal nachgucken gleich. Oh, wenn man hier richtig driften könnte, so, ne? Mit den. Damit man hier den ganzen langen Weg hier nicht erst rumbiegen muss. Himmel, Arsch und Zwirn. Was? Hier zwischen den beiden Wracks mal halten. Die Reifen bleiben doch noch im Wasser. Oh. Ist egal. Die brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Ich hätte ja gerne aus diesen Planken, hätte ich ja gerne... Vielleicht habe ich noch welche drin in der Kiste. Das wäre ja auch mega gut. Irgendwas Positives muss ja hier drin sein. Ein Motor, ein Hammer. Ah, das sind alles Sachen, die man echt gut gebrauchen kann. Wir müssen mal kurz das hier lassen. Ja,
Gut, dann angel ich mal ganz kurz ein paar Fische. Dafür habe ich keinen Platz mehr. Vier Fische dürften ja reichen, das sollte gehen. Lass uns vier Fische fangen. Irre, es wird gerade dunkel und dann gibt es ja auch nichts mehr, denn, ne? Ozean quasi irgendwie ausgestorben. Sardine. Den Diskus können wir nicht noch mitnehmen. Wir müssen echt eine Fischrasse jetzt fangen. Was anderes geht jetzt hier nicht. Na komm. Kann man ein Lagerfeuer im Boot bauen? Eigentlich gar keine dumme Idee, ne? Okay. Wir machen das jetzt noch einfach mal so. Und dann muss ich mal gucken, dass wir irgendwann mal wieder zu unserer Insel kommen. Ey, ich hatte hier irgendwo eine Palme gehackt. Warte mal, wo ist die hin? Erstmal ganz eins nach dem anderen. So. Genau. Und dann müssen wir noch schlafen gleich. Am besten machen wir das, bevor wir was essen. Durch. Ah. Wo ist der jetzt hin? Hat ihn die Welt gefressen oder was? Der ist... Hä? Nein, da ist er jetzt nicht hingeflogen, oder? Doch, tatsächlich. Irre. Guck mal, wie man jetzt so die ganzen guten Inseln alle sehen kann, ne? Hm. Boah, ist das dunkel. Wow, ist das dunkel. Wir werden sowieso gleich noch sehr viel hacken müssen einfach. Na komm. Schmeiß rein, schmeiß rein, schmeiß rein. Und mach an den Shit. Nur nochmal. Und nochmal. Die Musik manchmal, die habe ich so leise gestellt, die hört sich manchmal so an, als wäre hier ein Motorboot irgendwo in der Nähe. In dem Spiel. Sag mal, wie lange denn noch bitte? Hallo? Aha. Das war ja mal so richtig lange gerade. So, jetzt machen wir ein kleines Nickerchen. Weil Müdigkeit war ja auch ein großes Problem von uns gerade. Und es ist noch nicht tags, aber ich glaube, es wird bald soweit sein. Zumindest ist es ein bisschen heller hier geworden. Achso, liegt nicht so viel hier im Lagerfeuer. Oder so. Ja gut, das Fleisch ist fertig, das ist schon mal super. Ja.
Lass uns erst was essen. Meistens kriegt man vom Essen ja noch Durst. Ich wollte mir noch so eine Vogelfalle gebaut haben. Sehr gut. Sehr gut. Ich komme, wir machen den Laden aus hier. Was soll das denn? War ja schon wieder fast leer. So. Hüppala. War hier noch was dran? Jawohl. Schon mal sehr gut. Nee, gar nichts mehr, ne? Das ist kein... Schade. Das sind nur noch diese Palmblätter. Fledermäuse. Ob ich die mal essen möchte? Eigentlich schon, ne? Hier gibt es ja fast nichts mehr zu holen von dieser Insel. Hier ist gar nichts mehr da. Meine Axt ist gerade kaputt gegangen. Oh mein Gott, nee, ey. Ich sagte doch eben gerade, die Rocks verwerten, ne? Da sind sie doch schon. Aha, guck mal hier. Klasse. Ah, es wird auch tags jetzt. Oh mein Gott, den Tag sollten wir schnell nutzen. Also, der Plan folgt wie? Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja auch nicht mal Planken gefunden oder so einen Scheiß, ne? Und wenn man wirklich mal... Aber schon mal schön. Mein Floß besteht aus nachhaltigen Autoreifen. Ich tue was Gutes für die Umwelt. So. Ich brauche... Da haben wir Leder. Ja, nimm doch mit. Och, böb dich doch selbst einfach mal. So. Wo ist denn meine super Axt hier? Hä, hab ich nicht mehr. Immer so wissenslos zu sein, ist manchmal ganz schön doof. Auch noch an Stein. Wetten, das waren die zwei letzten Steine auf dieser ganzen weiten Welt. Das Spiel ist so. Normalerweise würde ich darüber lachen, aber das Spiel ist wirklich so. Das Spiel schenkt dir nichts. Tausend Jahre alte Gummi. Gummi ist auch nicht schlecht. Kokosnüsse, da haben wir noch. Einen Stein noch. Super schön. Verwert ihn gut. Dankeschön. Die starke Axt. Jetzt haben wir aber auch keine Seile mehr. Eben gerade noch so viele gehabt, jetzt sind sie alle wieder weg, genau. Also. Oh, warte mal. Jetzt habe ich Jucken hier im Ohr. Das ist der kleine Ohrwurm. So. Hier war irgendwo noch eine Palme. Sollen wir uns nochmal das Ganze... Naja, eigentlich wollen wir hier nicht hier bleiben. Das ist ja auch noch so ein Ding. Wo liegt denn die Palme hier im Knick? Eben gerade lag doch hier die Palme im Knick. Da hinten. So. Achtmal, ne? Ne, das war noch nicht alles. Wir probieren es noch einmal. Einmal probieren wir es noch. Kann ich nicht mitnehmen? Nee. Wie schade einfach. War sogar so voll, ey. Yep.
Ich bin auch, glaube ich, der Meinung, dass ich verrüttelt hatte gerade. Deswegen hat er den nicht angesetzt. Glaube ich. Glaube ich zu wissen. Bin ich der Meinung. Ich bin der Meinung, glauben zu wissen, dass ich das verkehrt gemacht hatte gerade. Ist er doch so lang gewesen? Das ist natürlich gut. Na, ich bleib hier. Wir müssen sowieso gucken. Also ich brauche definitiv mehr Planken. Ich müsste eigentlich so ein, wie nennt sich die Dinger? Plankmaker? Die müsste ich eigentlich haben. Um auch mal wirklich weiterzukommen. Auch Regale hier auf dem Boot zu machen. Um irgendwo anders plündern zu gehen. Was ist das denn für ein schiefer Penis da? Da könnte ich nämlich zu Hause meine Base nämlich weitermachen. Was wäre natürlich ziemlich cool eigentlich. Das würde ich persönlich ziemlich scharf finden. Mach doch weiter kaputt. Nein, mach doch. Und zap. Okay, next. Und danke, dass du da hinrollst. Das finde ich super nett. So, das sollte, glaube ich, reichen. Und jetzt brauchen wir noch mehr von diesen Palmen. Ey, wo willst du hinrollen? Achso. Sehr gut. Palmen. Wir brauchen. Ey, guck mal, da ist noch was drin gewesen. Das sollte ich nicht weg. Das muss mit. Huch. Das muss mit. Ja, wie gesagt, ich brauche Planken, damit ich wirklich mal plündern fahren kann auf anderen Inseln und da wirklich mal das, wow, das Holz mitzunehmen. So, komm, zwei von diesen jungen Pampers brauche ich noch. Ah. Da ist eine. Ich hoffe, das war... Ich hoffe, das war jetzt echt so ein dummer Fehler von mir gerade eben. Denn kann ich damit leben. Gib mir noch mal eine Chance, gib mir noch mal noch so eine Palme ab da. Da haben wir es, sehr schön. Dankeschön. Anstatt einmal durch die Insel durchzulaufen, ne? So, wir probieren das jetzt noch einmal. Naja, für mehrmals wäre es ziemlich doof jetzt. Okay. Sollte aber klappen eigentlich. Also ich würd'n Besen fressen samt Putzfrau, wenn das jetzt nicht klappt. Er hängt ihn hier definitiv nicht ran, ne? Das ist echt irre, der hängt ihn da nicht ran. Keine Chance. Hier will ihn ranhängen. Hier, steig mal auf da. Oh. Hä, das verstehe ich aber überhaupt nicht. Wieso macht er das denn nicht? Er hängt ihn hier nicht ran. Keine Ahnung, warum er den vielleicht Struktur zu Ende oder so. Vielleicht gibt es hier, oh ja. Vielleicht gibt es hier nur eine gewisse Art von Struktur. Dann machen wir es einfach. Verkürzen wir den Scheiß einfach wieder. So leid mir das um die Reifen tut, aber ich hätte sonst keine anderen Verwendung für den. Kann ich mir die Sachen vielleicht...
Vielleicht habe ich die Möglichkeit. Die gehen nicht kaputt, ne? Kann man das mit dem Hammer, Hammer kaputt reparieren? Hallo Hammer! Ne, damit mache ich das auch nur heil. Das ist natürlich echt scheiße. Ich kann es nicht kaputt bauen. Ja, lass mich mal aufsteigen. Lass mich mal aufsteigen! Aufsteigen! Wow, da ist schon der Hai, Alter. Jetzt wird er mich hier arbeiten hören. I can't destroy this. It supports other. Aha. Jetzt haben wir so ein. Egal. Das Wetter wird schöner. Also, was brauchen wir, um so ein Plankending zu machen? Warum das nicht geht, keine Ahnung. Schreibt es in den Kommentaren rein, wenn ihr da eine geile Idee habt dafür. Ein Hammer. 4 Knüppel, was ist das? Und ein so ein Ding. Dann sollten wir das in Plankstation machen können. Dann können wir mehr Kisten mitnehmen. Okay. Brauche ich wirklich unbedingt den Holzhammer? Ich habe doch eigentlich einen richtigen Hammer dabei. Aber den hat er nicht angezeigt. Dann braucht diesen Holzhammer. Wie albern auch, ne? Dieser Hai, ne? Das ist echt ein Arschloch, ey. Ob es immer nur einer ist? Nee, das glaube ich nicht. Und den Holzhammer habe ich natürlich jetzt nicht, ne? Das muss doch auch so gehen, oder was? Das ärgert mich hiermit einfach. Jetzt ärgert mich... Oh, ich hasse das. Warum? Warum? Da ist noch einer. Mich ärgert das, dass ich... So, pass auf. So. Das ist der Holzhammer. Ernsthaft? Wegen dem Holzhammer? Oh, Leute. Ich nehme doch nicht die Kokosnuss mit. So, wir nehmen jetzt alles mit, was wir hier mitnehmen können erstmal. So viel wir tragen können von den Sticks. Gut. Und jetzt hauen wir ab. Jetzt hoffen wir, dass wir mal unsere Insel dann gleich finden, auch direkt. Ja, dann muss ich damit eben halt leben, dass ich so ein hässliches Boot habe. Wieso denn? Lass ich das doch auf der Seite doch genauso machen, denn da. Naja. Moment, was war das jetzt? Was war das? Macht der Hai Theater und bumst gegen mein Boot? Ist der voll bescheuert? Voll schwimmt er in einem flachen Wasser rum. Ja, ich komme mal nicht am... An mein ein Segel komme ich hier gerade nicht ran. Warum nicht? Das war auch nicht mein Segel. Das ist mein Segel. Ne, das ist mein Mittelsegel. Das ist mein Segel. Doch, da. Ich habe doch kein Dreimaster, um nur zwei zu benutzen. Geht doch. Okay. Jetzt müssen wir uns orientieren. Wo müssen wir hin? Wo ist unsere eigene Heimatbase? Moment, da ist ein Dings. Das könnte unsere Base sein, tatsächlich. Ey, das wäre ziemlich nah beieinander alles, ha? Was ist das denn für eine Insel? Oh, so viele Fragen einfach. Ist das ein Zwei-Master da hinten? Denn das ist unsere Base-Insel hier. Dann sind wir ja gar nicht so weit weg von unserer Insel. Dann ist es ja alles so nah beieinander. Aber ich habe noch keine gigantische Insel gesehen, die jetzt irgendwo, wo ich sagen muss, ey, wow, cool. Da muss ich unbedingt mal hin. Oder hier können wir was aufbauen. Oder hier. Weil die Inseln haben ja alle gleiche Größe, die ich irgendwie immer nur gefunden habe. Wir segeln nachher mal in einer anderen Folge mal gemütlich irgendwo anders hin.
Da, guck mal da hinten. Am Horizont, da wo der weiße Punkt ist. Krass, was ist da denn los? Aber wir haben keine Zeit, wir müssen... Das ist nicht unsere Insel. Oder doch? Nee, ist nicht unsere Insel. Da liegt kein Boot am Dings an der Seite. Jetzt wird schwierig. Wo ist unsere Insel? Was ist das für eine Insel hier vorne? Wir hatten auch eine Insel entdeckt gehabt, die wir noch nicht entdeckt hatten. Aber wo ist unsere? Das scheint etwas Größeres hinten zu sein, hier im Horizont. Das ist aber nicht unser Ziel gerade, ne? Wir müssen echt erstmal unsere Insel finden. Ich weiß nicht, was es ist. Sie sieht ziemlich groß aus, irgendwie, die Insel da hinten. Im Endeffekt ist sie es eh nicht. Da müssen wir sonst hier gleich zurückschwimmen und an der Insel vorbei. Die ganzen Tücher haben echt so einen Sinn, ne? Finde ich echt gut. Guck mal, hier ein Wal. Alter, ich habe hier noch nie einen Wal gesehen im Spiel. Aber wie langweilig die Schwanzflosse gerade runterging. Eins kann ich schon mal sagen, es ist nicht unsere Insel. Vor allem ist es erstmal, glaube ich, total irrelevant, ne, diese Insel hier. Die können wir beim nächsten Mal besuchen, tatsächlich. Was ist das denn für ein Spackenwal, ey? Ich weiß auch nicht, welche Insel das sein könnte. Aber groß ist hier auf gar keinen Fall. Fahren wir mal an dieser anderen Insel, wo wir gerade gewesen sind, dran vorbei. Guck mal. Achso, da wollten wir ja gerade hin. Aber das ist ja verkehrt, haben wir ja mitgekriegt. Ich hatte ja auch mal vor, die Route auszuprobieren. Das können wir, glaube ich, dann mal in der nächsten Folge machen. Wir müssen jetzt... Hier gibt es so viel einfach noch, ne, was wir nicht gesehen haben. Da drüben ist noch eine Insel. Wir bräuchten mal echt das Fernglas nochmal, um da mal zu gucken. Wo wir denn hin könnten wollten. Aber erstmal möchte ich die Plankenstation aufbauen. Die Plankenstation. Ich habe das Gefühl, jetzt geht es langsamer voran. Weil wir gegen den Wind segeln müssen. Da ist eine Insel. Ich weiß nicht, wo meine ist. Der Wal ist auch weg. Schade. Ich dachte, ich sehe ihn nochmal. In der letzten Folge hatten wir schon so eine Seemannsreisentour hier gehabt. Aber da war es mehr Flucht vor dem Hai, der uns andauernd belästigt hat und wir nichts machen konnten. Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass wir diese Insel einigermaßen im Griff haben. Und nur tauchen müssen, wenn wir irgendwie wirklich was essen wollen. Aber nicht, um irgendwelchen Loot auszugraben. Wenn unsere Insel in der Nähe wäre, würde die auch irgendwann am Horizont nebenbei noch auftauchen. Hier ist eine Insel, die ist, hat Potenzial, dass es unsere sein könnte. Oder eben halt auf die wir gerade zuschwimmen. Aber, meine lieben Leute. Ach, ich kann gar keine Pause machen, wenn ich an Bord bin. Ist auch blöd, ne? Das ist nicht unsere Insel. Da vorne. Das ist nicht unsere Insel.
Verdammt, das ist nicht unsere Insel. Ist das unsere Insel hier vorne? Das könnte sein. Warte. Wo habe ich denn da jetzt eine Insel gesehen? Da, doch da. Man müsste mal abends segeln tatsächlich, weil dann sieht man irgendwie, hat man das Gefühl, man sieht die besser. Nicht nachts, abends. Ich glaube, es wird jetzt auch abends gerade. Das könnte unsere Insel sein hier. Schade, dass wir nicht näher am Wal rankamen. Da hinten ist die Insel, von der wir gerade gestartet sind. Ja, es ist unsere Insel, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja, das ist unsere Insel, wahrscheinlich, ja. Aber diese Insel können wir nochmal durchsuchen und dann hinten wäre auch noch irgendwo eine gewesen. Da können wir auf jeden Fall nachher auch nochmal irgendwann mal hinfahren. Aber erstmal geht es darum, dass wir hier ein paar mehr Regale hinbauen auf unseren Floß. Und ich finde es schade, dass wir mit der rechten Seite einfach nichts mehr machen können, ey. Und die linke Seite auch komplett tot ist, irgendwie. Woran das wohl liegt, ich verstehe es nicht. Das ist doch unsere Insel, ne? Ja, ist unsere Insel. Ach, wie schön. Home sweet home und so. Der Mond geht auf. Wir kommen zeitig zum Abendessen nach Hause. Nur haben wir kein Essen. Aber dass der dumme Hai da gerade wirklich unser Boot angreift, ist ja wohl auch ein Skandal, ne? Wo ist die Landzunge lang? Wir sind zu Hause, liebe Leute. Und das war's wieder für heute. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Hoffe ich dann mal. Bis dann. Ciao, Freunde. Warte mal, ich traue meinen Button immer nicht so ganz. Ich probiere aber mal aus. Also, ciao, Leute.